Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge von eurer Gameplayerin. Ja, in der letzten Folge sind wir hier stehen geblieben, beziehungsweise hier in der Nähe. Und ich stehe gerade auf einer falschen Quest. Entschuldigung, wir müssen Sir Hutch Hutch, wie auch immer, in seinem Haus treffen. Das sollte wahrscheinlich das hier links von uns sein, genau. Da gehen wir mal direkt auch hin. Oha, was ist denn hier passiert? Also, ich schaue mir mal kurz die Sachen an. Ich schaue mir auch mal kurz das Buch. Ach, das Buch können wir gar nicht angucken. Das gehört wahrscheinlich dann zur Quest. Gesandte Darima, wo ist denn jetzt hier der Herr? Ihr? Hat Sir Hugh euch geschickt, um mich zu töten? Warum sollte ich euch töten wollen? Ihr seid nicht hier, um... Oh, gnädiger Stender! Lakana! Sir... Who? Ich sage einfach Hutch. Sir Hutch schaut nach ihr. Sie ist in Sicherheit. Nein, sie ist nicht in Sicherheit. Hugh wird sie umbringen. Er ist verrückt. Es geht um irgendwas mit seinen Träumen. Wenn ihr mir nicht glaubt, dann schaut in sein Tagebuch. Er hat alles aufgeschrieben. Aber zuerst bindet ihr mich los. Ich muss zurück ins Kastell und Lakana warnen. Haltet still. Warnt sie. Lauft. Schnell wie der Wind. So, Basti ist mir ja egal, aber... Na gut, einen Dietrich nehme ich mir jetzt nicht mit. Aber ich schaue mal, was ich hier jetzt noch alles so stehlen kann. Naja gut, viel war es jetzt nicht. So, sein Tagebuch. Neuntens, Erstsaat. Dies ist nun die dritte Woche dieser Albträume. Visionen eines brennenden Kastell erklären. Ich sage es schon wieder gesagt. Alkea. Aufstände, die von einer von uns angeführt werden. So ein vertrautes Gesicht. Aber ich kann es nicht deutlich sehen. Ich weiß, dass das so kommen wird, wenn ich nichts unternehme. Bei den Göttern bin ich jetzt ein Prophet. Ich muss den Verstand verloren haben. 23. Erstsaat. Ich erkenne das Gesicht in meinen Träumen. Die Frau, die Kastell Alkea in den Ruin stürzt. Sie ist die neue Frau des Herzogs Lakana. Sie wird uns früher oder später hintergehen, das weiß ich. Ich möchte mal kurz anmerken, ich kann nichts dafür. Wir haben mitten in der Nacht, ich habe einen Migräneanfall zurzeit, aber ich wollte trotzdem noch eben die Folge für den nächsten Tag, also für heute, wenn ihr das jetzt seht, aufnehmen. Wenn ich mich da mal verlese, dann bitte verzeiht es mir. 24. Erstsaat. Ich muss verhindern, dass dieser Albtraum wahr wird. Ich habe Dame Fallhut gebeten, sich um die Herzogin zu kümmern. Aber sogar sie scheint Zweifel zu haben, wenn sie doch nur sehen könnte, was ich gesehen habe. 29. Erstsaat. Ist ein schlimmes Wort. Sag das mal 10-mal hintereinander fehlerfrei. Fallhut hat es vermasselt und die arme Vorkosterin getötet. Ich kann ihr nicht vertrauen. Zu viele Unschuldige könnten verletzt werden. Nur Lakana sollte sterben. Zweite Regenhand. König Farajat. König Faharajat hat eine Armee vor unsere Tore geschickt. Mein Traum wird Realität. Bei den acht. Wir müssen eine Möglichkeit finden, das zu verhindern. 10. Regenhand. Jetzt ist mir alles klar. Die Vision ist ein Zeichen an mich und nur für mich allein. Ich muss es selbst tun. Mögen die Göttlichen mir vergeben. Aber dies dient ganz Alkea. Beim letzten Mal habe ich es richtig gesagt. Ja. So, wo ist die Schweinebacke? Ich muss zum Schloss. Moment. Achso, hier bin ich. Na, seit ich weiß, hier sind auch die Spiele immer. Also hier diese, ich weiß gar nicht mehr. Da muss man hier so Schwert schlucken und sowas. Bei den Göttern, sie haben die Herzogin ermordet. Was? Wie? Wo? Unten, oben? Wo seid ihr? Oha. Was soll das? Diese Leiche fühlt sich noch warm an. Die Klinge im Rücken trägt das Zeichen der Ritter der Flamme. Diese Waffe gehörte offensichtlich Sir Hutch. Sie kann nicht tot sein. Das kann nicht sein. Meine Lakana. Ihr habt mit ihr gesprochen, nicht wahr? Was wisst ihr darüber? Sagt es mir.
Sir Hooch ist dafür verantwortlich. Sir Hugh? War er wahnsinnig? Er sollte sie doch beschützen. Wie soll ich das nur Lakanas Vater erklären? Und ihrer Schwester? Lakana hat doch nie jemandem etwas zuleide getan. Sie war unschuldig. Meine geliebte Frau. Ich nenne ihn trotzdem Hooch. Und wir haben einen schweren Kopf verstärkt von Schröterpanzer erhalten. Ich verstehe das nicht. Sir Hugh hat mir so viele Jahre gedient. Ergeben. Treu. Warum sollte er meine Frau umbringen? Seine Träume haben ihm vorgegaukelt, dass Lakana das Kastell Alcair vernichten wollte. Träume? Dieser Wahnsinnige hat meine Frau wegen ein paar Träumen umgebracht? Dafür wird er sterben. Ihr müsst mir helfen, ihn zu finden. Wahrscheinlich ist er zur Highsporn-Feste gezogen. Bitte, tut es für Lakana. Findet Hugh und tötet ihn. Ich werde ihn finden, Euer Hoheit. Ja, wir tun es für sie, natürlich. Wobei, naja, irgendwie riecht das alles so ein bisschen nach Entscheidung, ne? Entweder ist er jetzt wirklich der Böse. Das kann natürlich auch sein. Und wir müssen jetzt einfach hinterher und ihn killen. Achso, da hinten müssen wir hin, hier oben. Das heißt, den linken Weg am besten raus. Das dürfte dann der hier sein. Oder wir müssen Entscheidung treffen, weil er ja nicht Herr seiner Sinne war, Schrägstrich ist. Ich bin mir nicht sicher, ehrlich gesagt. Es kann natürlich sein, dass wir jetzt einfach hingehen und sagen, hier, wir müssen ihn umbringen, weil er ist der böse Punkt. Wusch. Das ist doch da. Achso, jetzt steht das da. So. Ich liebe es, wenn ich das mal wieder nicht sehen kann. Höher. Okay, also müssen wir hier... höher, aber hier unten ist auch noch einer. Ihr sucht nach Sir Hugh, oder? Stellt euch hinten an. Wir haben schon seit Tagen darauf gewartet, dass er zurückkommt und seine Befehle erklärt. Zurückgekommen ist er. Aber er hat nur unzusammenhängendes Zeug vor sich hingemurmelt. Wisst ihr, was das bedeutet? Noch mehr Verwirrung. Ich denke, Hugh ist nicht bei Sinnen. Ihr habt recht. Er hat Herzogin Lakana ermordet. Die Herzogin ist tot? Hugh hat sie getötet? Um Maras Willen, ich hätte nie gedacht, dass er so verrückt ist. Ich schätze, das erklärt, warum seine Befehle so verwirrend waren. Zum Glück sind wir nicht gegen die Rotwardonen am Kastell Alcair aufmarschiert. Wenn also Sir Hugh, ob nun bei Sinnen oder nicht, die Herzogin getötet hat, wird der Herzog wohl sicher wollen, dass er dafür zur Rechenschaft gezogen wird. Ich schätze, das heißt, wir müssen uns einen neuen Anführer suchen. Wo ist Sir Hooch jetzt? Er ist in die Feste gegangen. Es könnte aber sein, dass ihm jetzt Sir Quad zur Seite steht. Es könnte schwierig werden, Hugh zu finden, bis wir dem Chaos hier etwas Herr geworden sind. Ihr solltet mit Sir Edmund sprechen. Er ist gleich hier die Stufen hoch. Okay, ich nenne ihn trotzdem weiter Hooch. Das ist irgendwie einfacher zu sagen. Ich weiß auch nicht. Es ist nie ein... Was? Wenn ihr nach Highsporn-Feste gekommen seid, um den Rittern der Flamme zu helfen, fürchte ich, dass ihr enttäuscht sein werdet. Unser Anführer, Sir Hugh, ist anscheinend verrückt geworden. Und die Ritter sind sich nicht einig, ob sie seinem letzten Befehl Folge leisten sollen. Sir Hooch ist verrückt. Er hat die Herzogin getötet. Das ist schlimmer, als ich dachte. Und macht unsere Sache umso notwendiger. Sir Hugh ist gerade zur Feste zurückgekehrt und hat sich sonderbar verhalten. Er ist mit Sir Croix dort drin, der Vorbereitung darauf trifft, die Rotwardonen am Kastell Alcair anzugreifen. Wir müssen sie aufhalten. In der Tat. Ich und diese anderen wurden verbannt, da wir uns gegen Sir Croix gestellt haben. Doch unsere Zahl reicht derzeit nicht aus, um die Feste zurückzuerobern. Es gibt noch weitere Ritter in der Feste, die Sir Croix hinterfragen. Könntet ihr dort hineingehen und nach Rittern suchen, die sich uns anschließen würden? Ich werde Ritter für unsere Sache gewinnen. So, dann müssen wir als nächstes hier mit jemandem sprechen. Hallöchen. Wenn Sir Hugh wirklich möchte, dass wir in den Krieg ziehen, wäre es mir lieber, er würde es uns selbst sagen. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helf Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht.
Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Und ich wollte es gerade noch erwähnt haben, der Typ scheint sehr clever zu sein, weil er nicht einfach blind irgendwelchen dummen Befehlen gehorcht. Und er sagt es selber. Finde ich gut. Ich glaube, die waren nicht so angetan, oder? Wenn Sir Hughes wirklich möchte, dass wir in den Krieg ziehen, wäre es mir lieber, er würde es uns selbst sagen. Ja, ich sag das Gleiche. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft Sir Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr habt recht. Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Ich bin dabei. Sagen die jetzt alle das Gleiche? Das wäre ja doof. Moment, halt. Ach so. Ja, ich habe mit einem gesprochen und direkt zwei sind mir gefolgt. Das ist doch geil. Du bist schon so dein Messer am Wetzen. Du gehörst wahrscheinlich nicht dazu. Ich bin ein Ritter der Flamme. Wir sind du kannst mich mal. Wahrscheinlich ist das der Falsche. Ich habe gehört, dass König Faharajad schon seit Jahren plant, Al-Khair einzunehmen. Ich glaube, die ist auch die Falsche, oder? Es ist nicht einfach, den gesamten Orden auf den Krieg vorzubereiten. Na, ich probiere es lieber mal woanders. Die sagen, also die anderen haben ja alles Gleiche gesagt. Ich bin ein Ritter der Flamme. Wir haben geschworen, Al-Khair zu beschützen. Ja, ich weiß. Es ist nicht einfach, den gesamten Orden auf den Krieg. Okay, die zwei probiere ich noch eben. Ich bin ein Ritter der Flamme. Ja, interessiert mich nicht das mit dem Beschützen. Was ist mit dir? Es ist nicht einfach, den gesamten Orden auf den Krieg vorzubereiten. Ich probiere mal die eine aus hier, die an der Tür steht. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch scheiße jetzt. Wenn Al-Khair fallen sollte, was kommt dann als nächstes? Wegesruh? Wenn diese Rotbardonen bei uns einfallen wollen, müssen wir sie jetzt aufhalten. Jetzt sagt sie was anderes. Der Plan, die Rotwardonen anzugreifen, ist falsch. Helft zu Edmund und ich erobere die Feste zurück. Ihr verlangt, dass ich einen direkten Befehl missachte und mich gegen Sir Croix wende? Ihr klingt wie dieser Feigling Sir Edmund. Ihr seid ein Feind des Ordens und ich werde euch erschlagen. Die Treue wird obsiegen. Ja, Treue wird obsiegen, bla bla bla. Jetzt greift die tatsächlich an. Hallo. Ich habe gehört, dass König Faharajad schon seit Jahren plant, Al-Khair einzunehmen. Das ist falsch, aber wahrscheinlich wird er mich jetzt auch angreifen. Ihr verlangt, dass ich an... Dann verteidigt euch! Jetzt haben wir da oben wieder zwei neue. Wollen die mich jetzt hier veräppeln? Sind das die gleichen? Ich hätte nie gedacht, dass ich je den Tag erleben würde, an dem die Heißspornfeste geteilt sein würde. Was ist mit dir? Ihr verlangt, dass ich einen direkten Befehl... Dann verteidigt euch! Es war so klar. Kommt der andere direkt mit? Ich bin mir nicht sicher. Ah, der kommt direkt mit. Na gut. Ich dachte vielleicht, wenn ich ein Stück zurückgehe, kann ich ihn aufhalten. Das kann doch nicht sein. Hallo? Hallo? Ich würde dich gerne looten. Ach, du kannst mich mal, dann halt nicht. Aber das kann doch nicht sein. Hier sind doch gar keine anderen Ordensritter mehr, oder? Wenn Al-Khair wirklich bedroht wird, egal wodurch, ihr habt recht. Na! Das ergibt überhaupt keinen Sinn. Meine Pflicht besteht darin, das Richtige zu tun und nicht einfach blind Befehlen zu gehorchen. Wusste ich doch, dass ich dir vertrauen kann. Sehr schön. Sprecht mit Sir Edmund. Muss ich dann wieder zurück, ne? Der ist immer noch da, ja genau. Das war ja jetzt aber auch eine Tortur. Und das liegt, glaube ich, nicht daran, dass ich Migräne habe im Moment. Also ich wusste, dass noch mehr meiner Ordensgeschwister kommen würden, um sich den Irrsinn anzusehen, den Sir Croix in Castel Al-Khair entfesseln möchte. Ich denke, wir haben jetzt genug Ritter, um die Burg zurückzuerobern. Ich habe sie an strategisch wichtigen Punkten positioniert. Das ist gut. Ich habe schon mal die ersten vier getötet. Sind wir jetzt zum Angriff bereit? In der Tat. Ich weiß, dass keiner von uns gern die Waffen gegen die anderen Ritter erhebt, aber Sir Croix zwingt uns dazu. Das ist eine unschöne Angelegenheit, aber wir sollten sie hinter uns bringen. Ich habe den Rittern, die um die Feste in Stellung stehen, aufgetragen, auf unser Signal hin anzugreifen. Es gibt ein Belagerungshorn, das oben auf der Haupthalle der Heißspornfeste aufgestellt ist.
So ihr denn bereit seid, würde ich euch bitten, dort hinaufzugehen und in das Horn zu stoßen. Das wird das Angriffssignal für alle sein. Ich werde in das Horn stoßen. Seid bereit. Moment, darum erstmal. Huch, jetzt laufen sie alle raus. Was war das denn jetzt? Mir kam gerade einer entgegen. Es gibt noch mehr Feiglinge hier. Juhu. Ist alles geklaut. Ich würde es ja jetzt klauen, aber ich bin mir nicht sicher, ob dann keiner kommt. Wo muss ich denn hier? Okay, hier offensichtlich nicht rein. Ich muss mal ein bisschen weiter wegstellen, sonst sehe ich hier gar nicht mehr, was ich machen muss. Ach, da. Ah. Tü-tü. Cool. War sogar genau der Rhythmus, den ich haben wollte. So, das nehme ich noch mit. Ja, komm, die Sachen nehmen wir auch noch mal eben mit hier. Können wir alles noch... dann gehen wir wieder darum zurück. Hat ja keiner gesehen. Ich hätte unten die Sachen auch klauen sollen, oder? Ich weiß nicht. Stehen sie hier alle? Was ist mit dir? Was ist... Wir haben sie überrascht und ich denke, wir haben jetzt die Oberhand gewonnen. Allerdings wurde ich verwundet. Ich denke nicht, dass ich in der Schlacht noch von Nutzen wäre. Ihr habt schon genug getan. Ich habe getan, was ich konnte. Aber Sir Croix ist unauffindbar. Jetzt befürchte ich, dass er mich nur zu leicht besiegen könnte. Ihr müsst das für mich übernehmen. Ich glaube, die anderen Ritter werden die Waffen strecken, wenn wir Sir Croix besiegen können. Werdet ihr euch ihm für mich stellen? Wo finde ich ihn? Er ist in der östlichen Garnison. Tötet ihn. Macht dieser Sache ein Ende. Es gibt ein weiteres Belagerungshorn, oben auf der Garnison. Sobald Croix tot ist, stoßt in dieses Horn. Die Ritter werden kurz innehalten und ich werde diesen Augenblick nutzen, um ein Ende der Kämpfe auszurufen. Jo, ich habe ja nicht gesagt, dass ich das mache, ne? Nein. Meine Brüder im Ritterbund. Es spielt keine Rolle, was Herzog Nathaniel insgeheim im Schilde führt. Was? Im Schilde führt? Wird dürfen unseren Eid... Ach so, wir sollte das wahrscheinlich mal werden. Wir dürfen unseren Eid nicht brechen. Nur wenn er offen handelt, können wir uns gegen ihn stellen. Wartet auf den... Wartet auf den Hornstoß, wenn ihr auf meiner Seite steht. Sir Edmund. Entschuldigung, dass ich jetzt so am Lachen war, aber ich habe gerade wartet auf den Hirnstoß gelesen. Wo müssen wir jetzt hin? Moment, in die Richtung. Müssen wir jetzt noch über die Dings drüber hier? Über die Brücke? Ihr seid auf unserer Seite hier, ne? Jungs, ich muss mal ein bisschen hier zurückstellen. So, irgendeiner ist hier anscheinend schon durchgewütet. Das finde ich immer sehr, sehr gut, weil man dann immer sehr viel schneller und effektiver zu seinem Ziel kommt. Hallöchen, ich bin hier, um dich zu töten. Bist du denn überhaupt da? Ich denke mal hier in Richtung. Oder auch nicht. Der hat mir angezeigt, ich soll hier rum. Aber jetzt zeigt er mir an, ich soll da rum. Ich nehme jetzt einfach die Tomaten mit, wenn sowieso keiner guckt. So, Tomaten kann man immer gebrauchen. Da ist der Turm. Wieso kann ich schon in das Horn stoßen, obwohl der noch gar nicht da war? Ja, machen wir mal. Ja, kein Thema. Ich bin etwas verwirrt gerade, weil eigentlich sollte ich ihn noch töten und dann ins Horn stoßen. Jetzt reicht es schon, wenn ich nur ins Horn stoße. Naja, war wahrscheinlich wieder diese Sache mit dem Wirbelwind oder so. Ich habe keine Ahnung. Was bist du denn für einer? Du bist ein Heiler. Aber einer von den Guten, oder? Hoffe ich mal. Okay. Ihr werdet nicht rot. Ich denke mal, ihr seid von den Guten. Jetzt ist er wieder da hinten. Es wäre schön, wenn du auf das Pferd drauf gehst. Ich weiß, es ist kein Pferd, aber du weißt, was ich meine. So, Sir Edmund. Sind Sie denn noch in der ja, Feste, wie auch immer, drin? Nee, er steht hier vor. Ich trauere um Sir Croix und alle, die im Kampf für ihn gestorben sind.
aber es gab keine andere Möglichkeit, die Ritter der Flamme zu retten. Hab Dank, dass ihr das getan habt, was ich nicht konnte. Ja, nicht dafür. Immerhin habe ich ja niemanden ermordet. Also ist die Schlacht vorüber? In der Tat. Da Sir Kron nun getötet wurde, übernehme ich ab jetzt den Befehl über die Heißspornfeste. Selbstverständlich wurden die Vorbereitungen für einen Vorstoß auf das Kastell Alcair abgeblasen. Und wir haben eine einhändige Keule in Erfüllt erhalten. Oh Gott. Es war schlimm genug, meine Ordensgeschwister umzubringen, um die Ordnung wiederherzustellen. Aber diese Angelegenheit mit Sir Hugh ist einfach undenkbar. Er ist unten in der Krankenstube. Er soll von der Tötung der Herzogin fantasiert haben, bevor er bewusstlos wurde. Ich weiß nicht, was zu tun ist. Ich kümmere mich darum. Der Herzog hat mich hergeschickt, um ihn zu finden. Dann müsst ihr das wohl. Ungeachtet welcher Verbrechen er sich auch schuldig gemacht hat, solltet ihr wissen, dass Sir Hugh immer ein ehrenhafter Ritter war. Ich muss einfach glauben, dass seine jüngsten Taten in irgendeinem Wahn begründet liegen. Ich werde das berücksichtigen. Wo ist das Krankenzimmer? Das Krankenzimmer ist unter der großen Halle. Sprecht dort mit der Heilerin Odette. Holt ihre Einschätzung über seinen Zustand ein. Doch ich bitte euch dringend, zeigt Erbarmen, falls er wirklich vom Wahnsinn getrieben war. Ich hab's ja gesagt, das riecht nach Entscheidung. Ich werde tun, was getan werden muss. Und ich habe schon wieder vergessen, er hat gesagt, unten ist das Krankenzimmer, ne? Ach da, okay. Da geht's runter. Guten Tag, Frau Heilerin. Wo sind wir denn? Ach, die ist es. Wenn ihr verwundet seid, könnt ihr das Bett in der Ecke nehmen. Ich werde mich schnellstmöglich um euch kümmern. Ich bin hier, um Sir Hutch zu treffen. Bedauerlicherweise muss ich euch mitteilen, dass Sir Hugh nicht in der Verfassung ist, um Gespräche zu führen. Und sein Zustand übersteigt einfach meine Behandlungsmethoden. Es scheint eine Art Fluch zu sein. Er murmelte schon immer zu vor sich hin, als er hier eintraf. Und bald darauf war er einfach vollständig weggetreten. Kann ich ihn dann wenigstens sehen? Ich glaube nicht, dass ihr seinen Zustand noch verschlimmern könntet. Also könnt ihr tun und lassen, was ihr wollt. Ich muss euch allerdings warnen. Flüche sind manchmal sehr unberechenbar. Falls euch schwindelig wird, schlage ich vor, dass ihr ein paar Schritte zurücktretet. Okay, wieso werde ich jetzt von einem Fluch ange... Achso, weil das so eine Wolke ist quasi, ja? Nein, ich wollte nicht in seinen Traum eintreten. Ich wollte ihn doch nur kurz untersuchen. Was ist jetzt los? Das ist nicht nett. Oh. Der Herzog hätte die Tochter von König Faharajat nicht heiraten sollen. Die Hochzeit des Herzogs war ein Fehler. Er bringt uns alle in Gefahr. König Faharajat hat vor, Alcair zu erobern. Herzogin Lakana ist ein Spion. Führt alle an der Nase herum. Sie und ihr Vater haben sich gegen uns verschworen. Herzogin Lakana plant einen Angriff auf Alcair. Jemand muss sie aufhalten. Die Herzogin hat uns hintergangen. Ich muss sie aufhalten, koste es, was es wolle. Ja. Ich liebe sowas. Ach nee, untersucht das obere Stockwerk. Okay, diesmal scheint es kein Bug zu sein. Ich habe das nämlich heute bei einer anderen Quest schon dreimal, glaube ich, insgesamt gehabt. Dass ich mich drehen konnte, wie ich wollte. Mit ihr muss ich nicht. Ich weiß, was ihr vorhabt, Eure Hoheit. Was wollt ihr hier? Verlasst sofort mein Gemach. Ich werde nicht zulassen, dass Alcair in die Hände der Rotwardonen fällt. Alcair in den Händen der Rotwardonen? Tränen von Zed. Ihr habt den Verstand verloren. Tut mir leid, aber anders geht es nicht. Nein, bitte! Was habe ich nur getan? Ja. Was ich eben sagen wollte, bei einer anderen Quest habe ich es nämlich schon dreimal innerhalb der gleichen Quest gehabt, dass ich mich ausloggen musste und wieder einloggen musste. Das war ein Grünschatten relativ weit oben auf der Karte.
Das hatte ich, meine ich, sogar auch, als ich das Let's Play gemacht hatte. Und ja, das war doch extremst nervig. Ich habe sie getötet. Sie hatte es verdient, oder? Ich weiß, sie hat es verdient. Oder ich denke, ich weiß es. Ist das hier alles echt? Das ist dein Traum. Nein, das ist ein niemals endender Albtraum. Ganz gleich, ob ich nun schlafe oder nicht. Ich habe Herzogin Lakana getötet. Das Omen hat mir vergiftete Gedanken eingeflüstert. Jetzt quält es mich und zwingt mich, den Mord immer und immer wieder mit anzusehen. Wer oder was ist das Omen? Das Omen der Furcht. Es ist immer bei mir. Es flüstert mir ständig zu, erzählt mir über die Rotwardonen, über Lakana. Ich habe ihm geglaubt, aber es hat mich belogen. Ich habe eine unschuldige Frau ermordet und den Herzog verraten. Jetzt versteckt es sich, aber es ist nicht fort. Wie können wir es aufhalten? Wir müssen es töten. Ihr müsst es töten. Mein Schwert. Im Traum habe ich es im Thronsaal gelassen. Das Omen wird von ihm angezogen. Findet das Schwert und ihr findet das Omen. Okay. Das Schwert. Da. Ich bin auserwählt. Ich kann eure Angst sehen. Hallo. Darf ich auch mal was machen? Ich hau hier die ganze Zeit auf die Taste. Ja, natürlich muss er dann weglaufen. Feiges Tier, du. Ihr habt das Omen getötet. Mögen die Acht euch segnen. Mein Geist ist frei, aber meine Sünden bleiben. Geht es euch gut? Ja, es geht mir gut. Aber meine Taten lasten mir schwer auf der Seele. Ich habe die Ritter der Flamme zu einem Aufstand angestachelt. Ich habe die Herzogin ermordet. Ich habe den Herzog verraten. Nichts wird mich von dieser Schande je wieder reinwaschen. Lasst uns diesen Albtraum verlassen. Kommt mit! Sir Edmund hat nach mir geschickt und ich kam so schnell ich konnte. Sir Hugh bittet nicht um Nachsicht, obwohl er sagt, er wäre nicht bei Sinnen gewesen? Er stand unter dem Einfluss eines Dedra, doch der ist jetzt tot. Wie stark mein Zorn auch sein mag, spüre ich dennoch die Wahrheit in euren Worten und sehe einen gewissen Wandel im Charakter von Sir Hugh. Dennoch hat er meine Frau ermordet und das kann ich nicht verzeihen. Dann werdet ihr ihn hinrichten lassen, euer Hoheit? Er hat mich gebeten, sein Leben zu nehmen und die Ehre der Ritter der Flamme wiederherzustellen. Aber meine Gefühle sind zu stark. Ich traue mir nicht zu, die richtige Entscheidung zu treffen. Ihr wart in seinem Traum. Ihr habt gesehen, was ihn zum Mord verführt hat. Ihr müsst über sein Schicksal entscheiden. Also, ich bin ganz ehrlich, in der Realität ist es natürlich so, dass wenn jemand schizophren ist beispielsweise und das andere Ich in Anführungszeichen einen Mord begangen hat, ist natürlich trotzdem die Person meines, ja, meines Wissens nach nicht, sondern meiner Meinung nach dafür verantwortlich und sollte dann zumindest entweder geheilt werden, wenn das möglich ist, oder halt eben die Strafe absitzen. Ist natürlich eine schwierige Sache. Ihr könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr dazu steht. Aber ich kann euch warnen, es ist wirklich eine sehr, sehr schwierige Angelegenheit, wenn man sich da mal mit ein bisschen auseinandersetzt. Da es sich hier aber darum gehandelt hat, dass ein Dedra, also ein magisches Wesen, auf ihn eingewirkt hat, sage ich natürlich, lasst ihn leben. Er war nicht bei klarem Verstand. Sehr gut. Danke für euren Rat. Erhebt euch, alter Freund. Ihr werdet heute nicht sterben. Dann ist es meine Strafe, in Schmach zu leben. Das hätte ich auch sagen können, aber so habe ich es nicht gemeint.
Niemand, der ein so schweres Verbrechen begangen hat, darf mir jemals wieder dienen. Was wird jetzt geschehen? Sir Hugh mag sein Leben behalten, aber er wird keinen Fuß mehr an meinen Hof setzen. Ich entziehe ihm hiermit seine Ritterwürde. Ich verbanne ihn aus Alcaire. Auf seine Rückkehr steht der Tod. Dennoch ist ihm ein gnädigeres Schicksal vergönnt als meiner Frau. Gut, seine Ritterwürde hätte ich ihm wahrscheinlich nicht entzogen. Ihn zu verbannen, das kann ich nachvollziehen, weil es ist natürlich schon eine Art von Verrat gewesen, in Anführungszeichen. Wir erhalten einen schweren Torso in verstärkt vom Wut des Sturmritters und einen Fertigkeitspunkt. Die unmittelbar drohende Gefahr mag gebannt sein, doch ich fürchte, es könnte sich hierbei um mehr handeln als nur ein zufälliges Ereignis. Sir Hugh wurde von Albträumen in den Wahnsinn getrieben. Und ich habe gehört, dem Konstabler von Köglin soll es ähnlich ergangen sein. Wir müssen mehr über dieses sogenannte Omen erfahren. Wo würde ich so ein Wissen finden? Die Geisthüter der Abtei der Ausgestoßenen. Sie befassen sich mit dädrischen Ritualen, aber sie sind von wohlmeinender Natur. Sprecht in der Abtei mit Bruder Muran. Fragt ihn, ob das Auftauchen dieses Omens uns größere Sorgen machen sollte. Falls dem so ist, sollten wir Großkönig Emmerik warnen. Ich werde Muran aufsuchen. Ich wollte zwar gerade fast Mulan sagen. Den einen oder anderen von euch wird das vermutlich jetzt nicht wundern, dass ich das jetzt fast gesagt hätte. Ja, dann schauen wir mal kurz, wo das Ganze denn ist auf der Karte. Ich bin hier noch eine Weile beschäftigt. Ja, das ist kein Problem. Und zwar ist das hier, die Abtei der Ausgestoßenen. Ich werde dann meinen Weg so hier rüber bis zur Abtei für die nächste Folge schon mal machen. Und dann werden wir uns in der nächsten Folge direkt in der Abtei oder irgendwo daneben, wo ich jetzt am besten stehen bleiben kann. Ich glaube, da gab es sogar noch einen Wegschrein direkt in der Nähe. Ich bin mir nicht sicher. Da werden wir uns dann in der nächsten Folge wiedersehen. Und ja, danke fürs Zuschauen. Und bis zur nächsten Folge. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.